herzlich willkommen zur nächsten Episode der Dark Picture Chronicle Anthology. Herzlich willkommen zu Little Hope. Sehr gespannt, sehr aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und wir spielen diesmal am PC, nicht wie bei Man of Medan auf der PlayStation. Was bedeutet, dass ich mich höchstwahrscheinlich ein bisschen an neue Eingabegeräte irgendwie anpassen muss. Sprich Maus und Tastatur. Ich habe keine Ahnung, was da die entsprechenden Tasten für die Quicktime-Events sind und solche Geschichten. Dafür ist die Grafik natürlich noch ein bisschen geiler. Mal gucken. Mit der Lautstärke im Hauptmenü noch nicht so ganz zufrieden gewesen, aber mal gucken, wie es jetzt hier im laufenden Spiel dann aussieht. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Na gut, das geht, oder? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird Sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Mir für den PC dann gleich mal die ganze Anthology gegönnt. Das heißt, ich habe Man of Medan jetzt auf dem PC auch nochmal. Das hatte ich ja vorher nur für die PlayStation. Ich plane auch tatsächlich in absehbarer Zeit dann Seite B von Man of Medan und, falls es das bei Little Hope auch gibt, da dann auch nochmal zu zeigen, also die andere Seite, ne, die Kapitel aus der anderen Perspektive. Ja. Nur diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Dafür muss ich zum Beispiel bei Man of Medan das Spiel jetzt auf PC dann halt nochmal durchspielen. Wie lange, ne, bist du nüchtern? Das ist also irgendwann, genau 3 Monate. Irgendwann nächstes Jahr dann. Respekt. So, und jetzt, 90 Tage sind jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Handlung hier. Möge der Horror beginnen. Das hilft mir dabei, durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Na, das ist ja mal wieder typisch. Täglich. Jährlich sterben mehrere Busfahrer an kleinen Mädchen, die sie plötzlich aus der Dunkelheit heraus anspringen. Und den Gag habe ich total verkackt, weil ich den Einsatz verkackt habe. So, es ist natürlich auch unschwer zu erkennen. Ich spiele das diesmal alleine. Das bedeutet, ich kontrolliere sämtliche Figuren. Von daher wird diesmal höchstwahrscheinlich auch im Vorfeld nicht eingeblendet werden, wen wir jetzt gerade hier spielen. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv.
Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Wow. What a fuckhead. Nicht heute. Bloß nicht. Ich frage mich, Reverend so und so hat sich wieder gebremst. Ich frage mich, ob das ein Übersetzungsfehler ist. Weil, bremsen ist ja to break. Und break kann aber auch Pause sein. Gut, wird etwas anders geschrieben, aber... Ja, spät. In letzter Zeit ständig. Ach so, okay. Tanya ist immer zu spät. Nee, nicht wirklich. Erst seit sie ausgeht mit ihm. Der Kerl tut ihr nicht gut. All das Hippie-Gefasel. Als sei er in einer irren Sekte. Ich frag mich auch, ob es eine Verbindung zu Man of Medan gibt. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ey, du Depp, passt du wohl auf die Platte auf? Du musst nicht so grob zu ihr sein. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht. Sobald ich Gelegenheit habe, werde ich mich natürlich auch mal in den Menüs ein bisschen umsehen, aber ich will dafür jetzt hier nicht irgendwelche Video- und Gesprächssequenzen unterbrechen. Es kommen bestimmt auch noch Abschnitte, wo wir uns durch die Umgebung bewegen können und uns da so ein bisschen umsehen können und Sachen untersuchen. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Heute ist er sogar noch nerviger als sonst immer. Was für ein Idiot. Sonst noch was Neues? Das ist die deutsche Sprachausgabe, finde ich tatsächlich relativ belastend. Hey, Dennis. Aber euch zuliebe tue ich mir die trotzdem an, okay? Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz. Oh, das sieht gefährlich aus. Hey, spinn hier nicht so rum. Oh oh. Oh. Alter. Himmel. Kleines gespenstisches Mädchen ist gespenstisch. Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Ihren Vollbart? Ah, schön. Mit dem Mädchen ist doch irgendwas nicht richtig. Das merkt man doch. Na toll. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Ist das... Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ist das jetzt eigentlich hier wieder alle auf ihr rumhacken? So ein Prolog mit den Soldaten bei Man of Medan? Wo ist die Kleine denn überhaupt? Oder bewegen wir uns hier auf zwei Zeitebenen. Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen.
Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Okay, drücke die linke Maustaste zum Aufheben, bewege die Maus zum Untersuchen und drücke die rechte Maustaste zum Weglegen. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, das ist aber noch nicht das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, in den Menüs gucken wir uns mal um, wenn wir uns frei bewegen können, weil wir werden uns bestimmt über kurz oder lang tatsächlich noch durch die Häuser bewegen können oder durch die Ortschaften hier, und es gibt bestimmt auch wieder irgendwelche Beziehungsstatistiken oder sonst irgendwas, mit denen wir prinzipiell grundlegend zumindest schon mal gucken können, welche Charaktere hier überhaupt mitspielen und eine Rolle spielen und vielleicht schon mal versuchen können, uns ihren Namen einzuprägen oder irgendwas. Okay, was ich ehrlich gesagt ein bisschen belastend finde, ist, dass das alles so mit der Maus läuft. Ich würde lieber mit Tastatur was machen, aber das kommt dann vielleicht, wenn ich die Charaktere bewege. Oder sind wir komplett auf Point and Click? Ich habe keine Ahnung, das wird sich zeigen, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine Bilderbuchfamilie, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ach du Scheiße. Ja, wenigstens wechselt die Anzeige von unten nach oben, wenn die Maustaste wechselt. Das ist insgesamt tatsächlich schon mal recht entgegenkommt. Das fand ich jetzt auch ein ganz nettes Tutorial, um uns diese Mechanik schon mal näher zu bringen. Das war besser ganz nett gemacht. Meine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Ich hab jetzt schon Angst. Schon okay. Tanja sieht gerade nach ihr. Wie könnten wir eine heile Familie sein? Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Das ist ja nett. Drücke die linke Maustaste zum Bewegen an einen bestimmten Ort. Drücke. Weißt du, wenn das Steuerungstutorial gerade lange genug eingeblendet wird, damit ich das erste Drittel lesen kann, dann ist irgendwas mit eurem verdammten Steuerungstutorial nicht in Ordnung. Dann ist hier sie nach Tanja. Ja, okay. So, dann gucken wir jetzt mal hier in die Tastenbelegung. Okay, wir können uns mit WASD zumindest bewegen. Das ist ja schon mal was, ne? So, Sammlung und Charaktere. Hier wird es interessant. Es gibt wieder jede Menge Geheimnisse zu entdecken. 50 Stück, um genau zu sein. Bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Kursrichtung. Das kleine Mädchen. Das sind nur die 8 Dinger hier, ja? Ein Mädchen stand auf der Straße, weshalb der Busfahrer die Kontrolle verlor und einen Unfall verursachte. Okay, hier der... In der Kursrichtung, da sollten wir insgesamt vielleicht nicht zu viel reinspicken, denn das könnte durchaus sein, dass das eine oder andere spoilert. Anthony können wir noch nicht auswählen, aber Bilder, da haben wir aber auch nichts. Ach, schade. Na gut, so, mit WASD kann ich mich nicht bewegen. Muss mich verarschen. Wird mir denn dann auch irgendwie angezeigt, mit was ich so interagieren kann hier? Da muss man ja schon mal so ein bisschen, das spielt sich jetzt wie so ein Point-and-Click-Adventure, ne? Was ja eigentlich ganz cool ist. Das grundlegende Problem ist nur, kann man das irgendwie...
Eingabe, Steuerung, Maus und Tastatur. Ja, können wir das nicht einfach so machen? Ah, ja, viel besser. Aber ich kann die Tür nach draußen öffnen. Warum sollte ich das tun? So, wir müssen ja wahrscheinlich nach oben, ne? Da haben wir Wasser aufgesetzt. So. Idealerweise, wenn ich das Spiel hier übrigens in einer Sitzung durchspiele, müssen wir mal gucken. Das ist gerade so ein bisschen der Plan. Megan Clark. Tage Anwesenheit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tage anwesend 30, 29, 27, 30, 29, 28, insgesamt 173. Das ist wahrscheinlich Halbjahr, ne? Tage abwesend 0, 1, 3, 0, 1, 2, 7. Tage zu spät 2, 3, 4, 3, 2, 4, insgesamt 18. Und das hat sich jetzt in die Geheimnisse. Manche Interaktionen verraten dir Geheimnisse. Welches Geheimnis wäre das denn hier? Oh, Megan Clark kommt ab und zu mal zu spät. Ah, man kann. Ach, wow. Scheiße. Megan steckt tiefer in der Scheiße als gedacht. Okay. Zeiträume von 6 Wochen. Englisches Schulnotensystem. Ich kann auch sagen 3, 4, 6, 4, 4, 3, 4. Lesen. 2, 4, 4, 2, 4, 4, 4. Schreiben. 4, 6, 6, 4, 6, 3, 6. Rechtschreibung. 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4. Mathematik. 3, 2, 4, 6, 4, 4, 4. Geschichte. 2, 3, 6, 3, 6, 6, 6. Jetzt heißt Teufels. Erdkunde. 4, 4, 4, 3, 6, 4, 4. Wissenschaft verkackt sie total. Musik hatte sie sogar mal eine 1. Und in Kunst hat sie nochmal eine 2 geschafft. Leibesübungen sind auch nicht so ihrs. Hier ist noch die Erklärung der Bestnoten. Also A sind 93 bis 100 Punkte, B sind 85 bis 92 Punkte, C sind 77 bis 84 Punkte, D sind 70 bis 76 Punkte, F ist alles unter 70 oder Misserfolg. Was ist eigentlich mit E? Warum gibt es kein E? Das ist so ein Blödsinn. Okay, das steht jetzt aber unter Sammlung und Charaktere und Geheimnisse. Oder wie? Nee, das steht ja auch nicht. Okay. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend. Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht. Oh, da war was. Sag mal, ist das Kind gerade dabei, die ganze Familie zu ermorden? Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Oh oh. Oh oh. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Oh, nicht gut. Oh, nicht gut. Oh, oh. Mist! Megan! Wo bist du? Ja, das ist echt dramatisch. Oh! Mist, verdammter! Das ganze Haus brennt! Die Küche steht in Brand! Alle meine Familienmitglieder werden sterben! Ich bin total verzweifelt und ängstlich! Megan! Deutsche Sprachausgabe ist sowas von grottig. Aber auf Seite B wollen wir wahrscheinlich Tanja spielen, oder?
und erleben, wie wir ausgesperrt werden, oder? Wo seid ihr? Anthony! Hilfe! Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Ah, sieht nicht gut aus. Ich krieg keine Luft. Natürlich. Hilfe! Deine Göre steht mitten in den Flammen. Richtung Alessa. Da verabschiedet sich Nummer 2. Gott, muss ich mich jetzt entscheiden? Nee, ekelhafte Mistgöre. Ich stand doch eh schon in Flammen, die hätten wir eh nicht mehr retten können. Anthony, Hilfe! Gut, sie wird auch sterben, ja? Fenster ist eine scheiß Idee. Das Fenster geht ja rein und ist sie wieder in der Feuersbrunst. Ich meine, da wird sie auch abstürzen. Ups. Mach ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir irgendeinen von denen hätten retten können. Ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich aus Dennis geworden? Tschüss, Mann! Was hast du getan? Mom! Ja.